Ja, wir machen weiter mit... Wie hieß das Game nochmal? Stacklands. So, und zwar... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Genau, haben wir eine Armee. Die muss aber erstmal gefüttert werden. Und wir gehen dann wieder zur Tante da unten. So, jetzt ist die Frage. Magischer Wälzer, magischer Ring. Wahrscheinlich will ich den eigentlich mitnehmen. Obwohl, der ist gut ausgerüstet, ne, der Boy. Der auch. Eigentlich sind meine Magier hier krass, ne? Nee, alles gut. Ich meine, der Umhang ist natürlich nice, aber ist nicht unbedingt krass. So, wichtig ist, dass unsere Leute natürlich futtern. Nom 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 nom. Ein seltsames Portal ist erschienen. Ja, die Frage ist... 20 HP, 26 von 30. Der Bogenschütze hier ist nicht so geil, ne? Der ist im Arsch. Dann machen wir das doch so. Wir gehen mit den beiden gleich drüber zur anderen Insel. Und mit denen invaden wir jetzt einfach das Kackportal. Ja, und schieben die alte Hexe da mal raus. Ne, muss ja nicht das Dauerportal sein, ist halt einfach irgendein Portal. So, er macht hier weiter. Ja, ist das denn schon die Hexe? Nee. Noch nicht. Welche Runde ist das denn hier, in der wir eigentlich sind? Gute Frage. Aber wir halten uns recht gut. Ah, very effective. Dann switchen wir nochmal ab. Stab der Furcht. Maximale Gesundheit minus 12. Schwierig. So, mach mal schneller hier. So. Praktisch tut der Dunkelelf dann ja nicht mehr, also... Vorausgesetzt, die Jiten den. Ja, der wird geheilt, dann stirbt der wenigstens. Hoffentlich nicht. Auch wenn niemand den Dunkelelf angreifen möchte. Aber er wird geheilt, das ist okay. Unser Magierboy, der ist halt krass am Heilen. Ist er am Heilen? Nee, er macht die Leute unverwundbar. Raserei. Er ist der Heiler. Dank dem magischen Stab wahrscheinlich, ja. Nice. Genau, und er bufft die Leute mit Raserei. Natürlich gehst du auf den. Ah ja, nächstes Mal haben wir die böse Hexe. Nee. Wir gehen noch einmal raus. So, und wo ist eigentlich unsere Beute hin? Da. Ja, der Stab der Furcht ist natürlich... Naja. Wahrscheinlich nehmen wir den Morgenstern. Also irgendwas wird das Kind ja haben. Was ist das? Das ist unsere Armbrustschütze, ne? Ja. Wir brauchen irgendwie mehr Geld. Wo ist mein Auto eigentlich? Mein Auto. Ich nehme noch mal... Etwas Eisenerz will ich noch mitnehmen. Es geht ruhig mal in die Eisenmine. So, du kannst ja durchaus mal Holzfäller-Shit besorgen. Unsere Uni. Ja, haben wir überhaupt noch Sachen, die das Ding bauen kann? I don't know. Feuersteine. Ich weiß nicht, ob ich welche brauche. Aber ich nehme mal zwei mit. In meine Schalube. Ne? Da wollen wir erst gleich rein.
Wird er auch zu einem Magier. 8 HP hat er dann nur. Ja, das ist... Kann man nicht machen. Krieger ist fein. Nee. Was mache ich hier überhaupt? Der kriegt gar nichts, weil wir haben auf der Insel ja noch Zeug rumliegen. Wenn ihr euch erinnert. Kann ich mitnehmen? Nein, kann ich nicht mitnehmen. Jo, wuff, wuff. Roher Fisch. Ja gut, der ist, kann ich natürlich nicht anbauen, ne? Es ist ja Schwachsinn. Es ist ja Schwachsinn. Na, ich will ein bisschen Erz wieder mitnehmen, natürlich. Eisenstangen meine ich. Vielleicht auch etwas Stein. Gucken weiter, wie viel können wir hier mitnehmen? 10 Karten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, 9, 10. Na, reicht ja dann. So, ich warte jetzt, bis der Mond zu Ende ist, bevor ich rüberfahre. Reicht dann auch. Aus dem ganz einfachen Grund. Dass sie dann zweimal hintereinander Essen kriegen. So. Viel wichtiger. Dunkelwald, bekämpfe die böse Hexe. Ja, das Geheimnis der Insel, finde eine Schatzkarte. Ja, da kommen wir nochmal hin. Baue auf dem Festland eine Kathedrale. Genau, das sollen wir auch noch machen. Kathedrale. Goldbarren, Glas und Ziegel. Okay. 5 Glas, 5 Goldbarren muss ich mitnehmen. Also ich muss drüben Gold sammeln. So. Na, weil jetzt essen die Boys. Werden geheilt. Gerade der eine, der ein HP-Dude. Und jetzt fahren wir weg und die werden nochmal geheilt. Wir haben ja hier genug Essen rumfliegen. Na, unser 7 HP-Dude ist schon 13 HP-Dude gewesen. Das ist einfach nur effizient. Guck mal. 4 Glas. 4 Glas haben wir hier schon. So, und das meine ich, der Tierpelzmantel. Die Kettenpanzerrüstung muss ich nicht unbedingt mitnehmen. Kitschig, aber lässt sich wenigstens stärker fühlen. Maximale Gesundheit plus 10 und plus 1 Verteidigung. Plus 5 und plus 2. Ich glaube, die maximale Gesundheit ist deutlich besser. Koboldhut, der war ganz gut, glaube ich. Gesundheit, Trefferchance, Verteidigung. Und einen Bogen. Ja, aber er kann durchaus... Warte mal, Armbrust. Was haben wir hier im Militär noch? Axt, ja gut. Donnerbüchse wäre natürlich wahrscheinlich OP. Ja. Goldbarren, Eisenstange, Brett, Feuerstein, Schmied. Kann ich machen. Goldbarren, Eisenstange, Brett, Feuerstein, Schmiede. Ja. Ich habe schon wieder vergessen. Eisenstange, okay. Das kann ich drüben machen. Ne, weil dann kriegt er das drüben. Meinen Bogen kann er jetzt haben. So ist ja nicht. Ne, Feuerstein und das lassen wir hier. Glas. Viel wichtiger. Fucking Essen. Wir sind hier rausgegangen ohne Essen. Ach nee, das sind Goldmünzen, diese sind für den Piratenboy. Schilden und Grillen. Ja, warum nicht? Ceviche, saurer Fisch. Nice. Flasche rum. Wir brauchen eine Flasche. Eine leere Flasche kriege ich ja, wenn jemand trinkt. Und das ist, glaube ich, eh noch eine Quest. Nee. Mache einen Dorfbewohner betrunken. Nice. Lassen wir das da. Rohes Krabbenfleisch. Hat kein Essen, ne? Müssen wir erst braten.
Können wir nicht in der Schmelzhütte. Schade. Was macht ihr eigentlich? Schon wieder rohes Kramfleisch. Das kann ich nicht essen. Das könnte Probleme bereiten. Wir haben Fisch. Ich muss aber mehr Fisch besorgen. Treibholz, sonst war schon ein Angelplatz. Ja. Brauchen einen Angelplatz. Ein Säge will ich ungern loswerden. Kann ich eine Münze verkaufen? Nee. Ich kann ja Krabbenfleisch verkaufen. Ha. Irrelevant. Irrelevant. Mauerpflanze, retake it. Sand ist irrelevant. Treibholz mal abbauen. So. Ich will halt ein, zwei Fische schon mal als Backup haben, ne? Komm, scheiß auf den Bananenbaum. Ne, weil wir unser... Nee, ach, ich hätte noch in eine Fischfalle die Bananendinger reinpacken können, ne? Ah. Machen wir das gleich. Wow. Bringen wir den Affen einfach um. Rohes Fleisch können wir nicht essen. Wir schaffen das schon. Na, also das sollte ja jetzt nicht das Problem sein, uns hier noch irgendwie Essen zu besorgen. Seta, Bananen in die Fischfalle. So passt das denn auch. So, was können wir hier machen? Nichts. Sandstein. Ja komm, machen wir Sandstein. Wir haben zwar einen Steinbruch, aber... Hey! Warum habe ich so viel Stoff überhaupt? Stoff herstellen. Nee. Seil herstellen. Ich wollte ein größeres Boot bauen, ne? Ja, brauche ich ja sowieso. Ich kann nur 10 Sachen mit in meinem Boot nehmen. So, aber ich muss ja 5 Glas und 5 Gold schon mitbringen. Ideen. Ruderboot, damit haben wir ja angefangen. Fregatte. 3 Segel. 10 Bretter. Ich habe ein Segel. Was brauche ich für ein Segel? Ein Stoff, ein Seil. Stoff. Stoff. Seil. Seil. Ne, warte, den Stoff brauche ich ja. Haha. So. Wir schaffen das hier. Ist alles. Alles cool. Das war dumm, ne? Den hätte ich. So, dann wird der schon mal nicht verbraucht. Und der kommt weg. Ich hoffe, der wird nicht verbraucht. Goldmine. Also, Fregatte. 10 Bretter. Dann farm Bretter. I guess. Ne, das wird ja nicht so... 10 Bretter? 10 Bretter, ach du Scheiße. Flasche rum, ja, haha. Ein Piratenschiff. Ha! Leere Flasche. Wichtig, weil... Mit der leeren Flasche können wir... uns nämlich beim... Wichtig? Achso. Können wir uns nämlich... Zerbrochene Flasche. Die Kampfstufe 8. Ich lass sie mal da. Ihr? Quest abgeschlossen, besteche ein Piratenschiff. Wir sind Questmeister.
Arbeitsgeschwindigkeit und Trefferhöhe. Verringert Arbeitsgeschwindigkeit und Trefferchance. Erhöht maximalen Schaden. Ja, aktuell wird ja wohl nichts passieren, ne? Lagerfeuer. Ein Stock, ein Feuerstein. Ich wusste doch, ich habe die aus einem guten Grund mitgenommen. Bring das mal um. Stock und Feuerstein, genau. Genau. Genau so soll das sein. Rohes Fleisch. Rohes Krabbenfleisch. So, da mache ich dann jetzt nämlich richtiges Essen draus. Es dauert etwas, aber... Wir haben gebratenes Fleisch. Das können wir da reinpacken. Nee. Damit ist unser Essen erstmal geregelt. Erstmal. Kannst du die auch stapeln? Wie hast du so nett? 3, 3, 3. Gekochte Krabbe. Lecker. Da packen wir noch mehr Zeug rein. Ne, wunderbar, weil dann können wir auch unseren Fisch endlich mal braten. Dann lohnt sich das ja auch alles langsam. So, aus der Goldmine kommt sehr wenig Gold raus. Ich bin etwas enttäuscht. Aber hey. Gegrillter Fisch ist gut. So, jetzt müssen wir mal anfangen, ein paar Bretter hier zu bauen. Geil, er hat eine Kackmünze bekommen. So, wir farmen einfach mal Krelen. Gut, das sind schon mal zwei Bretter. Drei Brett hat's. Zack, Dorfbewohner ernähren. Grillfisch. Ja, das wird aber auf Dauer nicht reichen, ne? Zwei rohe Fisch reichen ja für einen. Schillen und Grillen. Was schillen und grillen wir denn? Eine Limette. Und ein verkackter Affe, der wieder rumnerven muss. Aber hey, der verschwindet auch wieder. Nachdem ich ihn umgebracht habe. So, wir haben schon mal 5 Bretter. Der Affe hinterlässt Köttel. Das heißt, ich kann Limettenbäume pflanzen. Endlich das erste verkackte Golderz. Hat ja nur 3 Jahre gedauert. Oh, jetzt kommt direkt noch eins raus. Jetzt ist ein Gönner hier, ne? Haben wir mal einen Fisch als Backup. Das packen wir schon. Das schaffen wir schon. 7 Bretter. Es läuft.
So, dann bauen wir das Big Baba Boot. 5 Goldbarren haben wir schon. 4 Glas auch. Wie mache ich nochmal Glas? Fregerde. Glas. Schmelzhütte. Holz, Sand. Und wie mache ich Sand? Den finde ich. Okay. Den Affen lasse ich leben, weil der produziert Köttel für mich. Das heißt, 5 Goldbarren habe ich. Glas, Ziegel und Bretter kann ich dort machen. 5 Glas, 5 Gold. Wir können wieder zurück. Ich will aber noch etwas Gold produzieren. Dann fahren wir doch wieder. Ja, dürft ruhig nochmal essen. Kathedrale. 5 Goldbarren, 5 Glas, 5 Ziegel, 5 Bretter. Okay. So, die Häuser hier sind ja erstmal... jucken uns ja nicht. So. Münstre und Uni auch nicht. So. So. Sägewerk. Wir brauchen definitiv einen im Sägewerk. Ich meine natürlich im Holzfällerlager und im Steinbruch. So, 5 Dudes. Fünf. Amulett. Zwei Goldbarren, magischer Staub und Holz. Holz oder Stein? Machen wir eins von beiden. Zack. Ab in die Schmiede. Essenstechnisch bin ich gar nicht so gut aufgestellt, gerade sehe ich. Roh. Warum ist das alles roh hier? Koch den Bums, dann wird's besser. Nice. Okay. Es geht jetzt direkt in die Bibi. Ja, wegen meiner. Brauchen wir hier alles ja nicht. Sägewerk und Ziegelei brauchen wir. Fregatte brauchen wir nicht. Gewächshaus habe ich angeschmissen. So. Wer hat noch kein Amulett? Du hast noch kein Amulett. Zack. Das heilt das Waldamulett. Das ist natürlich nice. Froschhelm, der war okay. Der Rest ist fein. Huh. Donnerbüchse, habe ich vergessen? Ich habe einen Goldbarren. Verdammt. Ein Goldbarren zu wenig. Habe ich nicht mehr dran gedacht, dass ich eine Donnerbüchse bauen kann. Naja. Schaffen wir auch so. Na gut. Essen haben wir auch wieder. Alles schön. Ooh.
So. So. Ja, einmal dürft ihr essen. Hab jetzt auf einmal sehr viel Essen wieder produziert gehabt, natürlich. Ich verbrauche aber auch verdammt viel. So. 5 Ziegel. 5 Bretter. Und 5 Dorfbewohner. 1, 2, 3, 4, 5. Ach du Scheiße. Ein Glück habe ich Backup-Omelets. Und Backup-Milch. Das dauert. Verdammt lange. Ja, und sonst so, wie geht's euch? Ach, ich habe ja noch Eistee. Ganzen Tag dauert das, Alter. Hier. Kathedrale. Benötigt ein Relikt. Bringe das Inselrelikt zur Kathedrale. Ich habe doch keine Ahnung, was für ein Inselrelikt es gibt. Komm, lassen wir den Mond zu Ende gehen und dann ficken wir die Hexe. Inselrelikt müssen wir dann beim nächsten Mal machen. What the hell? So. Ich bin dafür, wer auch immer noch ein Steinamulett hat. Ein Bergamulett. Ah, shit, das geht in den Bergamulett aus. Nein. So. Wir müssen den Schwertkämpfer definitiv. Wo ist mein Dauerportal? Müssen den Schwertkämpfer definitiv mitnehmen. Ja? Der kommt safe mit. So, unser neuer Bogenschütze. Ich würde sogar beide Bogenschützen mitnehmen. Armbrust-Waldamulett. Ja gut, die sind gleich. So, der kann hier bleiben. Der Ninja. Gesamtkampfstufe ist halt hoch, ne? Kommt mit. So, dann haben wir 4. Brauchen wir noch 2 mehr. So, der ist nicht full life. Der schon. Nehmen wir Magier mit und nehmen wir einen Zauberer mit. Aber weil sich das dann so ergibt. Warte, hatte er den guten Umhang? Wer hatte denn den guten Umhang? Er hatte den guten Umhang. Ja. So, ich habe im Zweifel noch 2 hier, die mich durchaus im Zweifel verteidigen können. Genau. Rein in Aal. Wir haben jetzt die Hexe vor uns. Böse Hexe. Ich muss sagen, da waren gerade 2 böse Hexen. So. Wir werden definitiv Leute verlieren bei uns. Was haben die hier Ausrüstung? Hammer, Wurfsterne, magisch. Die haben guten Shit. Also selbst wenn ich hier nicht lebendig rauskomme, habe ich guten Shit. Gut, der hat... Die Waldamulette sind alle hier hinten, ne? Die beiden. Gut. So, jetzt dürften auch die ersten Leute hier gleich fallen. Ne, der Elf dürfte gleich mal... Alter! What the fuck? Piratensäbel? Nee, die Rattenkrone war das, oder? Alle Gegner. Ach du Scheiße. Das ist ein... Der Feuerumhang ist ja... Habe ich einen mit einer besseren Waffe als 5? Der lässt sich nicht anzeigen. Gut. Nee, okay, also es wäre nicht auch wirklich besser auf jemanden gewesen. Holy hell.
Das hat es natürlich deutlich einfacher gemacht jetzt. Was heißt einfach, aber... Also das ist nice. Definitiv. Die Heels sitzen. Ein Brett, I guess. So, der Ogre tut weh. Mit dem Morgenstern, bin ich ehrlich. Beschleunigen wir das Ganze mal. Ogre dead. Nur die Hexe da. Die Heals sind einfach... Die Heals sind das, was es ausmacht. So, und die Hexe ist gleich tot. Wie sieht es mit unseren HP aus? Perfekt. Magischer Besen. Nice. Du hast die Dunkelwerkfest abgeschossen. Du kannst weiterkämpfen, um mehr Ressourcen zu kämpfen. Eine Runde machen wir noch. Magischer Besen. Können wir doch hier... Der hat ja nur seinen Ring, ja? Wenn wir so einen magischen Besen geben... Ja, das ist schon besser. Nehmen wir noch eine Dings mit, der heilt. Ja, nice. P sehen noch gut aus. Die ersten Ogre fallen jetzt. Helme. HP sehen weniger gut aus. HP sehen... schwierig aus. Aber deren HP sehen nicht gut aus. Shit. Da ist ein Magier gestorben. Noch einer der Guten noch. Verdammt. Nice. Nee. Magische Klinge. Behalten wir. Bergamulett, Kettenpanzerrüstung. Und Zeugen ein Kind. Na gut, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt hier. Ja, ich hätte doch noch eine Leiche mitgenommen. Oder nehme ich die gar nicht mit? Die nehme ich anscheinend gar nicht mit. Okay. Das heißt, ich habe genug Essen. Ich gehe nochmal auf unsere Frigatte. Nee, never mind. Ich will actually sehen, wie das mit dem Stein aussieht. Mit der Steinbruchflasche. Ein HP, also das war auch knapp, ne? Die Waffe bestimmt ja, was er ist, ne? Kann ich gerade nicht geben, okay. Krieger. Weiß nicht. Aber Bogen ist halt... Bogen ist halt nicht nice, ne? Wenn ich halt... eine Armbrust machen kann. Seilbrettholz. Seil habe ich jetzt nicht mit, ne? Ja, komm. So, gehen wir. Ja, wir gehen wieder zu zweit rüber. Obwohl, zu zweit dauert das alles immer lange. Ich nehm den Hund mit. Fuck all of you. Weil der Hund braucht, ja gut, er braucht auch Essen, aber ich nehme lieber den Hund mit. So, weil der Hund, der kann das hier machen. Never mind, mach das mal bitte nicht. Der stirbt einfach dabei. What the fuck? So, Affe, du gehst mir jetzt auf die Eier. Weg mit dir. Limette, Limette, Limette. So.
hier ist natürlich viel Shit drin, der mich umbringen könnte. Ich habe auch viele Münzen. Hund geht einfach in die Goldmine. So, ich will einen stetigen Goldflow haben. Ihr Schiffe, ihr habt da hinten... Könnt einfach rumschillen. Inseleinblicke, ja. Das will ich auf jeden Fall haben. Dafür brauche ich aber Geld. Wo kriege ich Geld her? Wahrscheinlich aus der Goldmine einfach. Holzfällerlager machen wir auch. Ja, wir wollen ja nur Sachen verkaufen. So, ich mache das noch nicht auf. Bewusst noch nicht. Weil hier ist alles Low HP. Wenn der Gegner rauskommt, schwierig. Schwierig. Na, weil dann lasse ich hier lieber einmal essen. So, weil dann haben die schon ein bisschen mehr HP. Ein bisschen. Nicht viel, aber ein bisschen. So, töte mal zwei Makrelen. Die kommen in der Fischfalle. Die kommen in den Ofen. Idee, Brennerei. Zur Herstellung von Alkohol. Nett. Leere Flasche, Lagerfeuer, zwei Glas. Jetzt alles keine bahnbrechenden Errungenschaften. Na gut, und eine Eisenstange. I guess, ich nehme die. Mehr Inseleinblicke. Ich weiß auch gar nicht, wie ich das... bringe das Inselrelikt zur Kathedrale. Gut, haben wir nicht. Das Geheimnis der Insel. Finde eine Schatzkarte. Ja, wo finde ich die Schatzkarte, ist die Frage. Wahrscheinlich hier. Zwei nicht entdeckte Karten. Nur zwei. Da sollte ich vielleicht auf immense Inselgruppen gehen. Oder Enklavenentdecker? Berg, altes Dorf, Glas. Ja, mal gucken. Heiliger Schlüssel. Kann eine heilige Truhe öffnen. Münze, schmelzete Goldbarren. Nett zu wissen. Glas habe ich bekommen. Ja. Heiliger Schlüssel. Interesting, interesting. Und dann schauen wir mal bei immense Inselgruppe. Quelle. Kann zum Auffüllen von leeren Flaschen genutzt werden. Nice. Zwei Eisenstangen. Ich habe hier genug Eisenstangen, deswegen verkaufe ich die actually. Orkzauberer, please go. Davon habe ich schon einen, da bin ich kein Fan von. Wäre ich damit. Machen wir jetzt ganz einfach hier. Eisenvorkommen nehmen wir mit. Sandstein, Sandstein. Wir können Steine bauen. Eisenvorkommen brauchen wir jetzt auch nicht. Alter, im Fight einfach hochgeheilt. Morgenstern habe ich auch zu Hause. Wollen wir auch nicht hier haben. Mense Inselgruppe haben wir noch eine Karte, die wir entdecken können. Will er nicht.
Ich kann aber eine Flasche jetzt machen, ne? Zwei Glas auf einem Lagerfeuer. So, ihr heilt euch ja eh im Fight. Blasrohr. Joink, juckt nicht. Wahrscheinlich brauche ich die leere Flasche, um Dings zu machen, um rumzumachen, weil ich eine Wasserflasche brauche. Flasche Wasser. Ja. Gut. Ist halt eine Wasserflasche. So, was willst du da groß sagen? Gut, die HP sind auch wieder auf einem Niveau, mit dem ich arbeiten kann. Gold vorkommen, Glas. Ja, gut, Glas ist halt. Lassen wir es da. Rohrzucker. Ork-Zauberboy. Knochen. Kann ich mir einen zweiten Hund besorgen demnächst? I guess. Nice, wir haben ganz viel Pampe hergestellt. Ja, das ist im Zweifel relativ kritisch, wenn das einfach so random passiert, ne? Muss ich aufpassen. So. Ganz ehrlich, wir haben genug Eisenstangen mitgenommen. Jetzt haben wir noch 5 übrig. So. Ich bleib mal bei der Imoda-Insel einblicke. Ja, da sind noch 4 Sachen drin. Komm. 2 Inseleinblicke. Oh, seit wann kann ich den reinpainen und das bleibt da drin, nett. Idee, Sandgrube und unbegrenztes Sandvorkommen. Ja gut, ich habe geschiedet und habe einfach Steinbrüche mit hergenommen. Obwohl Sand auch nicht schlecht. Verwindet 5 Nahrung in Erde. Nett. Behalte ich im Kopf. Flasche rum. Brennerei, Rohrzucker, Flasche Wasser. Ja, habe ich mir fast gedacht. Beim Einsatz einer Fischfalle kannst du mit Hilfe einer Lebhenne einen Thunfisch fangen. Finde mir einen Thunfisch. Warum nicht? Damit ist Inseleinblicke durch. Nice. Und wir haben eine Sandgrube, die kann durchaus uns in Zukunft mal helfen. Goldbarren haben wir 9 Stück. Da können wir durchaus mal etwas verkaufen. Na? Sind wir mal nicht so. So, Sandstein ist halt. Also Sandstein brauchen wir wirklich nicht. Na gut, Rohrzucker ist okay, wenn wir den einfach rumliegen haben. I guess. Glasrohr useless. Pampe useless. Thunfisch. Cool. Bringt einen rohen Fisch mehr. Ja. Kann ich mit Rohrzucker einen Fisch fangen? Ja. I mean, do it? I guess. So, probieren wir doch mal den Enklavenentdecker aus. So. Ein Berg. Felseisenvorkommen, eine Idee, Schatzrückkatakomben. Yeah. Useless für mich eigentlich. Lassen wir es doch einfach mal da. So, fahren wir eine Chilischote. Du gehst nicht zu meinem Hund, Mate.
Das sehe ich ganz anders. So, erstmal ein bisschen was von dem Zeug, auf was ihr gleich verschimmelt. Ja, besser. So, komm, wir versuchen noch einmal den Enklavenentdecker. Dann machen wir auch aus für heute. Reicht auch wieder. Dschungel! 3 nicht entdeckte Karten. Now we're talking. Ich mit der Eisenstange. Wir haben genug. Rohes Fleisch. Auf da. Es braucht 30 Sekunden. Na gut, kann ich nicht beschleunigen. Ne? Aber, das heißt, wir können jetzt im Dschungel noch extra Sachen finden. I like it. Eine Banane zum Beispiel. Hey, free Essen. Limette. So, und was noch? Was hast du noch? Ein Papagei. Kann nicht verkauft werden. Macht Piraten glücklich. Bewahren wir dich mal im Hinterkopf auf. Mein netter Herr Papagei. Ein Affe, der macht Köttel. Damit kann ich dann Erde machen. Nicht? Hm? War das hier nicht mit drin? Jetzt bin ich verwirrt. Komposter. Ah, verwendet 5 Nahrung in Erde. 2 Köttel, 1 Brett, 1 Ziegel. Dann arbeiten wir doch darauf mal hin. 2 Brett, 1 Ziegel. Oder? Bin ich jetzt schon wieder dumm? 1 Brett, 1 Ziegel. Ah. Wo bleiben die Piraten? Keine Piraten. Da sind sie doch. Geil. Noch nicht, okay. Noch nicht. Freundlicher Pirat. Ja, hilf mir das. Die haben der hohe Kampf. Die Piratensäbel sind ein Problem. Und die Tigerpelzmäntel. Wo habe ich das Baby her? Kommt das Baby aus dem Dschungel? Tatsächlich, ey, Leute, wir brauchen alles. Alles, was kämpfen kann. Warte mal, viel bessere Idee. Wir verpissen uns. Ich kann eine Flasche im Zweifel herstellen, ja? So. Hier muss nur ein bisschen Essen drin sein.
Reicht. Bye. Das fight ich nicht. Das fight ich nicht mit nur zwei Leuten. Ich dachte, ich kann alle damit konvertieren. Egal. Jetzt kann ich machen hier. Donderbüchse. Goldbarren Eisenstange. Goldbarren? Eisenstange, Brett, Feuerstein, Schmiede. Brett. Feuerstein. So, jetzt brauche ich nur hier mal Eisenmine. Wir gehen gleich zurück und bekämpfen die Piraten. Keine Sorge. Aber hab ein bisschen Angst gerade gekriegt. Oh, nice. Mein Holzfäller da. Ich habe leicht Angst bekommen. Donnerbüchse. Nice. Das heißt, du hast keinen Bogen mehr. Eine Donnerbüchse. Miliz. War der 35? 29? Na, ist immer noch besser. Kann mein Piratenfreund aber ausrüsten. Ich kann meinen Hund ausrüsten! Das wusste ich gar nicht. Warte, magischer Ring. Max Gesundheit. Rein in den Hund. So, guck mal, einen Helm habe ich hier noch übrig. Rein in Hund. Beziehungsweise weiß, ja doch, ist okay. Hier noch ein Brustpanzer. Nice. Hier, ich habe übrigens auch noch mal einen Stab für dich. Gesundheit 3. Stab für dich, das und ein Bergamulett. So. Es ist nicht viel. Der Stab ist zu viel. Magischer Ring. 30 HP. Das ist schon eher besser. Heißt, wir gehen mit den vier Boys wieder zurück. Brauchen wir eigentlich Eisen drüben? Ja. Ja, so ein bisschen, ne? Ich habe ja auch gar kein Eisen mehr. Doch, eins nehmen wir mit. Wem habe ich das rausgezogen? Leute, beruhigt euch doch. Beruhigt euch doch, beruhigt euch doch. So, was ich noch möchte allerdings, ist, dass die einmal sich durchessen. Deswegen warte ich den Mond noch ab und dann gehen wir wieder rein. Dann sind die da ein bisschen besser ausgerüstet und so. You know? 12 HP. 4 Leute, das waren 5. Wie sehen unsere AP aus? Ne, wir machen noch einen Mond. Ich muss, also da will ich mit HP durch. Ah, du bist es. Magier Boy. 4, 5, 6, 7. Das ist wieder unsere Armee. Für alle Armeesachen, die wir so machen müssen. So, die Universität spuckt was aus. Magischer Klebstoff.
Klebt den Stapel drüber am Brett fest und verhindert, dass er bewegt wird. Magischer Staub und Holzkohle. Lagerfeuerholz. I mean, let's try it. Keine Ahnung, was es tut, aber let's try it. Das ist ja einfach nur ein besseres Lagerfeuer, ne? Ja. Was ich aber für meine Eier brauche. Kein Plan. Lagerhaus. War Steineisenstange. Brauchen wir noch einen Stein? Wir haben nämlich so ein bisschen langsam ein Problem. So, dann hauen wir auch mal wieder ab. Ich will das Waldamulett mitnehmen für die Heilung. So, dann haben meine Dorfbewohner ja hoffentlich, sind sie dann auch wieder HP. Ich habe einen Hund, der fightet. Ich weiß, ich hätte auch einfach mehr Leute mitnehmen können, weil das Problem ist, ich habe dann da drüben Probleme. Mit dem... Na, sag schon. Mehr Affen, aber kein Zeug für die Affen, ne? Naja. Guck mal, die sind very effective. Hier sind Heals drin. HP sehen noch gut aus. Langsam wird's knapp. Die haben alle nicht mehr viel HP, ne? Ja, gut. Aber ist egal, die hieten trotzdem alles weg. Okay. Gut, merke, Piraten bitte umbringen nächstes Mal. Ah, das Zaubergewand ist hier, ne? Das Zaubergewand ist hier. Nee, nein, ach nee. Einer muss nur am Leben bleiben. Schwierig. Obwohl, ich habe ein Baby. Das braucht aber irgendwas zum Aufwachsen, ne? Ach, wie baue ich ein Haus? Wie baue ich ein Haus? Zwei Holz, ein Stein. Jetzt erstmal wieder gesorgt. So, Komposter. Zwei Köttel, ein Brett, ein Ziegel. Ein Brett, ein Ziegel. Weiter geht's. Und ein Köttel noch, aber da kümmert sich der Boy drum. Nee, andersrum. So rum. Ah ja, Köttel sind durch.
Das heißt, bringt ihn um. Muchos Fleisch. Ah ja, zwei Gürtel. Du kannst da schon mal was draus machen und du gehst in Steinbruch. Nice. Der hat mich gekrittet, der Fisch. Unerhört. Unerhört, sag ich dir. So, dann haben wir Erde, dann können wir uns hier so ein bisschen wieder einfinden. Ist das Zaubergewand eigentlich überhaupt gut? Nee, das Zaubergewand ist eigentlich kacke. Meine Kettenpanzer brauchen wir eh nicht. Davon können wir immer welche bauen. Unser Hund nimmt das Zaubergewand. Obviously, natürlich nimmt unser Hund ein Zaubergewand. Dann erkunde mal den Dschungel. Limette. Ja, eine Limette. Du kommst in den Komposter. Der Dschungel ist gut für Essen, actually. Bis ein Tiger spawnt. Ha, moin, dir geht's gut? Kämpfe. Tigerpelzmantel. Ja gut, davon haben wir jetzt genug. So. Ihr dürft Makrelen umbringen. So, geh in den Dschungel. Du, I don't fucking know, was kannst du machen? Geh in die Goldmine zurück. Du auch. Hört sich nach einem Plan an, ja? Gut. So, weißt du was? Ich mach Grillen und Chillen. Gönn mir da ein bisschen Essen raus. Joink, joink. Tango-Sushi, Omelette und Seetang. Nice. Wollen wir noch einen Grillen und Chillen? Rein in Aal, rein in Aal. Bananenbaum. Können wir durchaus nutzen. Wir brauchen jetzt nicht noch einen Papageien. So, rohes Fleisch. Nicht mit dem Papagei. Rohes Fleisch. Makrele speichern wir zwischen. So, weil mit Erde können wir actually guten Shit machen. Zuckerrohr. Zuckerrohr können wir auch guten Shit machen. Erdboden. Okay. Erdboden. Können wir unser Überleben hier sichern? Noch ein Teaser. Ich glaube, es hackt. Zuckerrohr ist kein Essen. Okay. Zuckerrohr, Flasche Wasser. Nee. Ah, da brauchen wir noch eine Dings für. Ja. Okay.
Das machen wir noch auf und dann gehen wir nach Hause. Also, AK, ich mach hier dicht. Höhle. Piraten haben früher ihre Schatzkarten in ihn versteckt. Aha. Mach mal die Schlange weg hier. Schlange brauchen wir. Die überlebt echt viel. Sehr wahrscheinlich brauchen wir die Höhle für. Okay, den Wald haben wir jetzt durch. Für die Schatzkarte. Nicht mal gesehen, was da rauskam. Vergiftet, scheiße. Holz. Ich muss da Holzkohle reinschmeißen. Ja gut, das mit dem Essen ist so ein Problem gerade. Ja. So. Kann ich nicht ein... Kochen. Ofen. Koch schnell, das ist ja lange für. Ein Ziegel, Eisenstange, Feuerstein. Ziegel, Eisenstange, Feuerstein. Warte mal. Ziegel, Eisenstange, Ziegel. Okay. Machen wir doch daraus einen Ziegel. Erdboden. Was ist mit meinen... Hat er die Banane aus meinem Erdboden geklaut oder was? Oder wie oder was? Natürlich macht er jetzt einen Feuerstein daraus. Okay. Da ist schon wieder irgendwas aus der Höhle gekommen. Da kommt ab und zu was raus und ich sehe nie, was es ist. Ich brauche den Ofen, weil guck mal, wie viel fucking Essen ich habe, was ich nicht verarbeiten kann. Mach mir den fucking Ofen. Was kommt denn da mal raus? Eine Möwe. The fuck? Mann. Ist auch eine Art, natürlich Essen zu farmen. So, weg mit dem Lagerfeuer. Guck mal, wie schnell wir hier Essen jetzt rauskriegen. Ja, so muss das. Eine Schatzkarte. Das muss von einem Dorfbewohner untersucht werden. Okay. Untersuch es doch mal. In der Zwischenzeit. Die Schaluppe brauchen wir ja nicht mehr. Schillen und grillen wir. Für nicht rohes Fleisch. Für eine Chilischote. Chilischote ist es nicht geil, ne? Wahrscheinlich wollen wir Long Game auf Bananenbaum gehen. Obwohl wahrscheinlich auch nicht, ne? Gehen wir mal Makrele töten. Er hat sein Bestes gegeben, okay. So, das heißt aber mit einem Erdboden. Zwei Eisenstangen, zwei Glas. Wo ist mein Glas? Leute. Mein Glas. Glas brauche ich Sand für. Ja gut, das kriege ich im Zweifel. Komm, weg mit dem Goldserz. Ein guter Angelplatz. We take those, definitiv. Sand. In dem Ofen. Sand in einem Lagerfeuer? Wie mache ich Glas? Schmelzhütte. Oh. Und Holz. Heute ist nicht mein Tag.
schmeiß das Holz weg, obwohl ich es brauche. Lassen wir das. Ich brauche eine Sandgrube. Ach ja, den Erdboden. Jetzt baut er ein Gewächshaus. Ah, heiligen Schlüssel habe ich nochmal bekommen. Heilige Truhe. Zum Öffnen wird ein heiliger Schlüssel benötigt. Das machen wir aber nächstes Mal. Schmelzhütte, Goldbarren, Glas. Ja, da können wir drauf zuarbeiten. Wir haben fast das Glas übrig. Gut, das Gold habe ich gerade weggeschmissen, aber hey. Hier Gewächshaus. So. Na, dann machen wir beim nächsten Mal. Ich danke fürs Zuschauen. Haut rein. Bye.